Hallo Freunde des Films und willkommen hier bei DVD-Kritik. Alter, das sage ich nie. Filmfabrik. Mann, ey, einmal mit Profis arbeiten. Hallo Freunde des Films und willkommen hier bei Filmfabrik. Ihr seht, das ist heute alles ein bisschen lustiger, denn André von Apecrime ist dabei und wir haben zusammen Pitch Perfect uns im Kino angeschaut. Hey. Und wir haben uns so gefreut, dass wir das zusammen heute machen, dass wir erstmal hier den Tisch abgeräumt haben. Der Kerzenständer ist hinüber. Ah, blöd. Ist so teuer. Ja, allerdings. Tut aber gar nichts zur Sache, denn Pitch Perfect, ihr wollt ja erstmal wissen, worum geht's. Das ist eine amerikanische College-Musik-Teenie-Komödie und Anna Kendrick spielt die Hauptrolle und ist eben so ein alternatives Mädchen, was aufs College kommt, hat da gar keinen Bock drauf, möchte eher eine Musikkarriere starten, soll aber von ihrem Vater aus wenigstens sich ein bisschen engagieren und findet dann auch so eine A Cappella-Musikgruppe, in der sie plötzlich durch einen Zufall auch mitsingen soll, um, wie kann es anders sein, in solchen Filmen einen großen Wettbewerb zu gewinnen. Und jetzt, André, jetzt kommt dein Job. Hier ein kleiner Ausschnitt für euch. Wie ist dein Name? Fat Amy. Du nennst dich selber Fat Amy? Ja, sonst tut ihr ausgehungerten Schlampen ist hinter meinem Rücken. Ah. Gut, wir sehen uns dann bei den Auditions, Fat Amy. Ach übrigens, außer im Singen bin ich auch gut im Modern Dance, in altmodischen Tänzen. Und Meerjungfrauentanz. Das ist was ganz anderes. Hier, da fängst du so liegend an. Ist halt viel Arbeit am Boden. Sieht so aus. Komödien sollen ja immer witzig sein. Also wie ist so das Drehbuch geworden? Wie sind die Gags? André? Ich als alteingesessener Filmkritiker kann dazu nur sagen, die ersten 20 Minuten bei einem 90 Minuten ungefähr werden ja immer die Charaktere und die Problematik dargestellt. Das habe ich da ein bisschen vermisst. Man war da ein bisschen verloren in der Geschichte und wusste gar nicht so richtig, worum es geht. Willst du mal sagen, wie du hast das eben so schön beschrieben, wie der Handlungsverlauf ist? Genau, normalerweise ist ja ein Handlungsverlauf so gerade, aber da stolpert man immer in 100 Geschichten irgendwie rein, obwohl es derselbe Film ist. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Das ist, stimmt. Wie ist es dir ergangen? Ich stimme dir zu, aber was ich auf jeden Fall toll fand, Rebel Wilson spielt ja die Fat Amy. Und immer wenn Fat Amy im Bild ist, habe ich auf jeden Fall gelacht. Und da sind also einige großartige Szenen dabei. Aber jetzt so, da gibt es eine so eine Kotz-Szene. Da haben wir uns beide nur so angeguckt, so ey, was soll der Scheiß? Ja, da, es gab manche Passagen, wo ich dachte, können wir jetzt schnell spulen. das ging dann leider doch nicht im Kino. Da das ein sehr musikalischer Film war, kommen wir nun zu der Rubrik Musik. Ich muss sagen, was mich persönlich überrascht, die A Cappella-Singeinlagen der Darsteller haben mir sehr gut gefallen, obwohl ich bezweifle, dass die Darsteller das eingesungen haben. Ja, es war immer so ein bisschen glatt. Ne? Man hat gemerkt, dass das im Studio auf jeden Fall noch gut bearbeitet wurde. Fand ich aber gut. Soundtrack ist auch ansonsten, also wenn die nicht gerade singen, ist auch so ganz nette Musik. Naked and Famous entdeckt man manchmal mal. Das heißt nicht nur David Guetta Beats. Wobei, da muss ich ja ein bisschen Kritik äußern. Anna Kendrick spielt so die Alternative und sagt, ich möchte auch mal coole Musik hören. Und im zweiten Satz danach fällt der Name David Guetta. Oh. Was man dann ja jetzt eigentlich nicht so mit guter Musik verbindet. Aber naja, da kann man auch mal drüber hinwegschauen. Jetzt hast du dir ein paar Hater hier gerade dran. Ja, ja. Wer soll sich das Ganze anschauen? Freunde von etwas leichter Kost vielleicht, die zu Weihnachten einfach nur eine leichte Komödie sehen wollen, wahlweise die Apecrime nicht witzig finden. Soll es einige geben. Filmfabrik ist so böse. Nee, wer soll sich das angucken, André? Ja, ich würde es jedem empfehlen. Wie hieß das, dieses Highschool Musical? Wer da ein Fan von ist, kann damit sicherlich auch was anfangen. Boah, das ist hart. Wieso? Das ist hart. Warum? Nein. High School Musical ist voll Disney. Die haben da sogar so ein bisschen Liebe auch dabei in dem Film. Ich habe nur gesagt, da könnten sich die Geschmäcker treffen. Okay, ja, die sind ja auch größer geworden. Ja. Wer soll sich das Ganze nicht angucken, wer jetzt sehr viele Probleme damit hat, wenn es eben mal Fäkalhumor gibt, raus aus diesem Film. Und auch ansonsten, wer jetzt eher so eine Gag-für-Gag-für-Gag-für-Gag-Komödie haben will, auch der sollte sich Pitch Perfect nicht angucken. Ich persönlich gebe 6 von 10 Punkten. Das ist also eine leicht überdurchschnittliche Bewertung, weil es gibt eben einige großartige Szenen. Wie gesagt, Rebel Wilson als Fat Amy fand ich einfach sensationell. Ich habe viel gelacht. An einigen Stellen musste man eben das Hirn mal ausschalten und ausblenden. Wer das kann, hat auf jeden Fall Spaß. André? Da schließe ich mich auf jeden Fall an, aber da ich zu der ersten Kritik hier nicht zu kritisch sein möchte, gebe ich dann doch 7 von 10. Oh, das ist sehr nett. Wenn euch der Stuff, den die Filmfabrik hier macht, gefällt, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und wir haben aber noch ein geiles Gewinnspiel. Wir haben nämlich zu Pitch Perfect ein paar verrückte Filmsets. Ich bin kurz da, das zieh mal an. Wir haben nämlich einmal so geile Shirts. Ich hoffe, dass der Ton uns jetzt nicht komplett einen Strich durch die Rechnung macht. Zieh mal über, André. Oh je.
Sind natürlich eigentlich eher so Girly-Shirts, aber Jungs, ihr müsst noch nicht wegschalten, denn ich habe auch noch was für euch. Das passt mir nicht. So, und Soundtracks legen wir noch oben drauf. Das Ganze gibt es dreimal. Auch noch hier coole Kopfhörer, die sind echt richtig gut. Ich habe sogar die gleichen, nur dass bei mir nicht Pitch Perfect draufsteht und in dunkelblau. Zieh mal auf. Ziemlich cool. Wenn ihr die gewinnen wollt, kommt auf unsere Facebook-Seite. Ist natürlich auch hier unten eingeblendet. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit weiteren Filmen. Und mein Abschlusssatz? Das war's mit der Kritik in der Filmfabrik. Das war euer Dominik. Ich fühle mich gerade gar nicht cool.